Die Gegenoffensive der Ukraine kommt voran, aber auch die Angriffe Russlands gehen immer weiter. Odessa ist in der Nacht mit Drohnen und Raketen attackiert worden. Getreidelager seien zerstört und der Hafen erheblich beschädigt worden. Russland sagt, dass man das Marinehauptquartier angegriffen habe. Das allerdings dementiert die Ukraine. Ukrainische Streitkräfte wiederum melden, dass sie den Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte getötet hätten. Sandra Sattmann berichtet. Erst am Tag nach dem russischen Raketenangriff wird das ganze Ausmaß der Zerstörung am Hotel Odessa greifbar. Das Hochhaus ist massiv beschädigt. Unklar, ob es jemals wieder öffnen wird. Die russische Armee hatte die Hafenstadt Odessa in der Nacht aus der Luft angegriffen. Ein Hafengebäude und ein Hotel, das viele Jahre lang nicht in Betrieb war, wurden zerstört. Der Feind betrachtet die Anlage als militärisches Entscheidungszentrum und hat es deswegen attackiert. Russischen Gerüchten zufolge nutzte die Ukraine das Hotel in Odessa als Marinehauptquartier. War der Angriff Rache für die ukrainische Attacke auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte? Am Freitag hatten Kiews Truppen die Krim mit einem Angriff von Drohnen und Marschflugkörpern überzogen und dabei angeblich den Flottenkommandeur Viktor Sokolow getötet. Unterdessen melden die ukrainischen Truppen weitere Fortschritte an der Südfront. Offenbar gelingt es Kiew immer besser, die dreireihigen Verteidigungslinien zu bekämpfen, vor allem dank Drohnen. Doch wie weit schafft es die Ukraine noch vor Beginn der Schlammsaison im Herbst? Die ukrainischen Vorstöße werden auch im Winter nicht beendet sein, sondern das geht weiter. Aber die westlichen Waffen bleiben die Lebensader der Ukraine. Und da sieht es für die Ukraine aktuell sehr gut aus. So bestätigte Selenskyj jetzt das Eintreffen der ersten Abrams-Panzer aus den USA. Wie es dagegen mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern aussieht, ist noch unklar. Bei seinem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga äußerte sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vorsichtig. Das ist einer der Punkte, den wir diskutieren und prüfen. Wir sind noch nicht am Ende der Diskussion. Es geht aber nicht nur um Taurus oder ob wir Taurus liefern oder nicht. Es geht um viel mehr als das. Wir machen bereits sehr viel und wir werden noch mehr machen. Das kann ich Ihnen versprechen. Bei dem Taurus-System gibt es die Sorge, dass aufgrund der hohen Reichweite auch Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Kiew weist diese aber als unbegründet zurück. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.